Nehammer-Rede zwischen Leistung, Gendern und Großelternkarenz. Tödliche Polizeischüsse, brisante Details aus dem Polizeiakt. Anwältin Astrid Wagner im Krone-TV-Talk. Mord an Schülerin Verdächtiger war amtsbekannt. Außerdem König Charles besuchte vor eigener OP Prinzessin Kate. Schönen guten Abend, ja, das und mehr sehen Sie bei den heutigen Krone-News am Freitag, den 26. Januar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. ÖVP-Obmann Karl Nehammer hat heute mit einer großen Rede in Wels so richtig ins Wahljahr gestartet. Viele Inhalte sind schon im Vorfeld durchgesickert. Der Kanzler hat seinen Österreich-Plan präsentiert. Und last but not least, meine sehr verehrten Damen und Herren, für ihn ist Österreich eine Herzensangelegenheit und definitiv kein Spiel. Er meint es immer ernst und er nimmt seine Verantwortung wahr, rund um die Uhr. Er ist ein Staatsmann, der mit starker Stimme national und international für ein erfolgreiches Österreich kämpft. Er ist der Kanzler aller Österreicherinnen und Österreicher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, Karl Nehammer! Liebe Freundinnen und Freunde hier in der Messehalle in Wels, liebe Österreicherinnen und Österreicher, die uns zuschauen durch die digitale Welt, es gab jetzt in den Momenten, wo die Videos gezeigt wurden, einen besonderen Moment für mich, der mich sehr berührt hat. Und der Josef Hechenberger weiß das, wovon ich jetzt gleich spreche. In dem Video gab es ein Bild, wo ich mit einem jungen Bauern einschlag. Und das war bei einer Diskussionsveranstaltung, du lieber Josef hast du organisiert, 600 Bäuerinnen und Bauern. Und der junge Landwirt steht auf. Und stellt mir eine Frage. Er sagt, Herr Bundeskanzler, sagen Sie mir, warum soll ich den Hof meiner Eltern übernehmen, wenn die Zeiten gerade so herausfordernd sind? Sagen Sie es mir. Und ich bin zu ihm hingegangen. Und als wir nebeneinander gestanden sind, war es ganz einfach zu spüren. Ich habe zu ihm gesagt, ich muss dir nicht sagen, warum du den Hof deiner Eltern übernehmen sollst, weil du es willst, weil du die Leidenschaft in dir trägst, eine besondere Herausforderung anzunehmen. Und ein Stück weit, als ich so mit ihm gesprochen habe, habe ich selbst gespürt, was auch mit mir ist, als ich Bundeskanzler geworden bin. In einer herausfordernden Zeit für das Land und für die Menschen. Aber mich die gleiche Leidenschaft treibt wie ihn, dem Land zu dienen und die Herausforderungen anzunehmen. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses Jahr 2024 ist das Jahr der Entscheidung. Der Plan für Österreich. Er ist die Chance zu zeigen, wofür wir als Volkspartei, ich als Bundeskanzler der Republik Österreich stehe und eintrete, was uns wichtig ist, wie sich dieses Land weiterentwickeln kann und soll. Aber es ist auch für mich heute die Chance, für euch zu zeigen und darzustellen, wofür ich stehe. Dass es gerade wichtig ist, in schwierigen Zeiten auch Haltung zu zeigen. Weil durch Haltung zeigen kann man Halt geben. Und in schwierigen Zeiten ist es oft erforderlich, auch Orientierung zu geben.
Und heute hier in der Diskussion davor haben wir gesehen, was es heißt, auch politische Verantwortung zu übernehmen, redliche Politik zu leben, auch wenn es nicht populär ist, auch Unpopuläres tun, weil es richtig ist für das Land und für die Menschen. Nun gibt es neue brisante Details zu den tödlichen Polizeischüssen, die ein Beamter Anfang Jänner im Burgenland abgegeben hatte. Der Getötete war mit einer Machete zuerst auf seine Ehefrau und dann auf einen Beamten losgegangen, ehe die tödlichen Schüsse durch den Beamten abgesetzt wurden. Bad Sauerbrunn, Anfang Jänner. Nach den tödlichen Polizeischüssen gibt es neue Details. Der mutmaßliche Angreifer, ein 55-Jähriger, hatte bei seinem Notruf seine Sterbeabsicht geäußert. Laut Aktenlage hatte der Angreifer der Notrufzentrale gesagt: Kommen Sie bewaffnet, bereiten Sie Ihre Beamten auf einen wütenden Affen vor, ich würde es Ihnen raten. Der Polizist selbst soll jedoch lediglich die Information Familienstreit erhalten haben. Als die alarmierte Polizei am Einsatzort eintraf, soll der 55-Jährige einen Beamten mit einer Machete attackiert haben. Die Polizisten hatten den Angreifer zunächst aufgefordert, die Waffe niederzulegen und zu kooperieren, jedoch ohne Erfolg. Nach mehreren Warnschüssen fielen insgesamt 3 Schüsse, der Angreifer starb. Laut Anwalt Rast hat der Polizist in der Situation richtig gehandelt. Im Verhalten meines Mandanten, aber auch seines Kollegen vor Ort, kann nicht der geringste Fehler erblickt werden. Mein Mandant stand einer Person gegenüber, welche es darauf anlegte, getötet zu werden. Über diesen Umstand wurde mein Mandat jedoch nicht in Kenntnis gesetzt, so Rast. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat eine Tatrekonstruktion beantragt. Diese soll klären, ob der Polizist in Notwehr gehandelt hat. Astrid Wagner, Anwältin von Josef Fritzl, sieht ihm einen ersten Schritt in Richtung gänzliche Entlassung. Ihr Mandant sei ein ganz anderer Mensch geworden, betont sie im KRONE-TV-Interview mit Gerhard Koller. Das Landesgericht Krems hatte entschieden, dass Fritzl vom Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug verlegt wird. Noch einmal, also erstens bin ich der Ansicht, das Gesetz ist zu respektieren. Wir müssen schon, also muss ich immer wieder appellieren, danach trachten, eine tolerante Gesellschaft zu bleiben. Also wenn ein Straftäter seine Strafe verbüßt hat oder wenn ein Gericht befunden hat, dass er zu entlassen ist, dann ist das einfach zu respektieren. Das gebietet auch die Resozialisierung. Da gibt es auch sogar Strafparagraphen, wenn man das missachtet. Ja? Das heißt, das muss eine Gesellschaft einfach aushalten, ja? Auch wenn, wie gesagt, es liegt lange Jahre zurück und er hat seine Strafe verbüßt. Das andere, ganz konkret beim Herrn Fritzl, kann ich eines versichern. Er ist natürlich durch diese Jahre der Haft sehr geprägt. Ja. Er ist ein sehr demütiger Mensch geworden. Also das kann ich ihm sicherlich attestieren. Er ist überhaupt kein Querulant, ja, oder ein anstrengender Pflegeheiminsasse, kommt doch sicherlich nicht auf ein Pflegeheim zu, sondern es ist jemand, der ganz was anderes gewöhnt ist, der wirklich viele Jahre im Gefängnis verbracht hat und der genau weiß, wie man sozusagen sich ein- und unterzuordnen hat. Jetzt kennen Sie ihn ja sehr, sehr gut, auch weil Sie ein Buch über ihn geschrieben haben. Da lernt man die Person, um die es geht, natürlich wirklich sehr gut kennen. Ist das für Sie glaubwürdig, auch nachvollziehbar, nicht nur jetzt aufgrund der Demenz, sondern aufgrund der Tat, die begangen worden ist, 7 Kinder mit der eigenen Tochter zu erzeugen? Ich meine, das habe ich offen gesagt nicht einmal in die Nähe irgendwo im Leben gehört. Kann man so einem Menschen trotz allem vertrauen und ihn verstehen in irgendeiner Art und Weise? Noch einmal, das Ganze war natürlich schon unter dem Einfluss einer Geisteskrankheit, weil wie gesagt, normale Menschen haben da eine Hemmschwelle, was zumindest die eigene Familie betrifft. Ja? Ja. Und das ist eben das, was ihm so unerklärlich ist. Ja? Natürlich schaut es für ihn jetzt auch, also er hat sich jahrelang damit beschäftigt. Andererseits muss ich einräumen, natürlich kann ich jetzt auch nicht wirklich in seinen Kopf hineinschauen, aber ich habe doch viele, wie soll ich sagen, Indizien gesammelt. Ich habe mich sehr intensiv mit ihm unterhalten. Er ist wirklich oft, das war nicht gespielt, ja, er ist dann teilweise wirklich in Tränen ausgebrochen, also gerade wenn er halt über die Familie spricht. Also ich habe schon den Eindruck, dass ihm das, also er ist schon ein Mensch, der zur Empathie fähig ist und der versucht, ja, sich mit seinem Leben und seinem Scheitern vor allem und eben diesen Verbrechen, die er begangen hat,
auseinanderzusetzen. Und zwar auf ehrliche Weise. Österreichs Politiker warnten beim Holocaust-Gedenktag in Wien am Freitag eindringlich vor einer zunehmenden Bedrohung durch Antisemitismus und rechtsextreme Pläne. Oskar Deutsch bezeichnete die Situation als mehr als besorgniserregend und warnte vor Parallelen zur Zeit vor 1938. Ja, in Wien ist für heute Abend auch eine Großdemonstration gegen Rechtsextremismus und Rassismus unter dem Motto Demokratie verteidigen angekündigt. Sie startet um 18 Uhr vor dem Parlament. Im Zuge des Holocaust-Gedenktags wurde am Freitag von der israelitischen Kultusgemeinde und Vertretern der Politik den Opfern des Holocausts an der Namensmauer in Wien gedacht. Im Zentrum der Gespräche standen neben den Opfern des Holocausts auch der Nahostkonflikt und die rechtsextremen Bewegungen in Deutschland und Österreich. Gerade in der heutigen Zeit, ich erinnere an den 7. Oktober, an den brutalen Überfall der Terrororganisation Hamas in Israel, ist es wichtig, die Leute damit zu konfrontieren, damit an dem zu denken, was war, und alles zu tun als Politik, als Zivilgesellschaft, dass so etwas nie mehr passieren kann. Zu dem erst kürzlich bekannt gewordenen Geheimtreffen von Rechtsextremen, bei dem Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund besprochen wurden, gibt sich Deutsch besorgt. Wenn in unserer unmittelbaren Nachbarschaft solche Sachen passieren, die mich ein wenig erinnern an die Zeit vor 1939, ist das mehr als besorgniserregend. Wir wissen schon, dass vieles, auch Positives und Negatives, was einmal in Deutschland ist, ist in Zeitversetzt nach Österreich kommt. Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sieht die Zunahme des Antisemitismus als die derzeit größte Bedrohung. Und wenn wir immer wieder von nie wieder sprechen, gerade an solchen Gedenktagen, dann muss es heute uns ein Anliegen sein, nicht nur ein klares Statement gegen diese Terrorattacke der Hamas klar zu halten, sondern auch diesen Antisemitismus, aus welcher Ecke auch immer kommt, klar zu entgegenzutreten und alles zu tun. Ziel müsse es sein, vor allem durch Bildung dieser Geißel der Menschheit von rechts wie von links entgegenzutreten. Eine Gefahr von rechts in Österreich siehe der Nationalratspräsident aber nicht. Ich glaube, dass das die Polizei gut im Griff hat, egal ob das jetzt die Identitären sind, ob das die Staatsverweigerer sind, andere rechtsextremistische Gruppen, dass das mit der nötigen Kraft und auch der Sorgfalt entdeckt wird. Für den 27. Jänner, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag, wird eine Gedenkkundgebung für die in der Shoah ermordeten Jüdinnen und Juden und den ermordeten Roma und Sinti am Heldenplatz organisiert. Mitschüler der getöteten Schülerin am Privatgymnasium in St. Leon Roth berichteten, dass der Täter schon während der Beziehung mit der Jugendlichen gewalttätig gewesen sein soll. So habe das Opfer schon vergangenen November eine Strafanzeige gestellt. Im Mordfall der 18-jährigen Schülerin soll der gleichaltrige Schüler am Donnerstag gegen 10.20 Uhr seine Mitschülerin angegriffen und mit einem Messer tödlich verletzt haben. Anschließend flüchtete er in einem Auto. Laut Bildinformationen jagten den Schüler 12 bis 14 Streifenwagen, zudem sei ein Polizeihelikopter im Einsatz gewesen. Nach etwas mehr als 2,5 Stunden konnte der 18-Jährige dann an der Einfahrt zu einem kleinen Einkaufszentrum in Niedersachsen festgenommen werden. Der Festnahme ging gegen 13.15 Uhr ein Verkehrsunfall des Tatverdächtigen voraus. Der Tatverdächtige wurde dabei verletzt, teilte die Polizei Mannheim am Donnerstagnachmittag mit. Wie die Bild berichtete, habe der 18-Jährige ein anderes Auto gerammt und sei innerorts mit etwa 160 km/h unterwegs gewesen. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen, an denen auch die Kriminalpolizei Heidelberg beteiligt ist, laufen noch. Die Deutsche Bahn muss jedes Jahr Entschädigungen in Millionenhöhe zahlen, weil Züge unpünktlich waren oder ganz ausfielen. Der aktuelle Streik lässt jetzt schon für 2024 keine Senkung erwarten. Die Deutsche Bahn hat im Vorjahr Entschädigungen in Rekordhöhe an ihre Fahrgäste zahlen müssen.
Dazu haben unter anderem die vier Warnstreiks beigetragen. Bei Zugausfällen aufgrund von Streiks können sich Fahrgäste den gesamten Ticketpreis zurückholen. Ansonsten erstattet die Bahn für die Verspätungen ab einer Stunde ein Viertel des Fahrpreises, ab zwei Stunden die Hälfte. Im Vorjahr war die Deutsche Bahn so unpünktlich unterwegs wie lange nicht. 64% der Halte im Fernverkehr wurden pünktlich erreicht, sprich mit weniger als 6 Minuten Verspätung. Daraufhin wurden 5,6 Millionen Entschädigungsanträge gestellt, mehrheitlich über die Website oder der App. Im Durchschnitt erstattete die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen pro Kopf rund 24 Euro retour. Das ist ein neuer Rekord. Die Bahn begründete die Verspätungen nicht nur mit Warnstreiks, sondern auch mit kurzfristigen Baustellen und Wintereinbrüchen im Dezember. Es fehlt ein dreistelliger Millionenbetrag, der für die dringend notwendigen Investitionen in die Modernisierung der Eisenbahn in Deutschland gebraucht wird. Nur so können wir die Pünktlichkeit unserer Züge nachhaltig verbessern, meint ein Sprecher. Derzeit streikt die Lokführergewerkschaft GDL bis einschließlich Montag für eine bessere Bezahlung und weniger Wochenstunden für Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter. Ungefähr jeder fünfte reguläre Zug soll unterwegs sein. Der bundeseigene Konzern bearbeitete in den vergangenen 12 Monaten 5,6 Millionen Entschädigungsanträge und zahlte den Kunden insgesamt 132,8 Millionen Euro. Weil ihm keine Giftkanüle gelegt werden konnte, wurde ein verurteilter Mörder erstickt. Das Verfahren ist auch in den USA umstritten. Der Staat Alabama entschied sich trotzdem dazu. Im Bundesstaat Alabama ist erstmals in der US-Geschichte ein zum Tode verurteilter Häftling mit Stickstoffgas hingerichtet worden. Der wegen Mordes verurteilte 58-jährige Kenneth Smith wurde am Donnerstagabend um 20.25 Uhr Ortszeit für tot erklärt, 29 Minuten nach Beginn der Hinrichtung. Die Vereinten Nationen haben die noch nie getestete Hinrichtungsmethode als Folter bezeichnet. This could amount to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under international human rights law. Alabama ist einer von 3 US-Bundesstaaten, die eine Hinrichtung mit Stickstoffgas erlauben. Smith war zum Tode verurteilt worden, nachdem er 1988 im Auftrag eines Pastors dessen Ehefrau ermordet hatte. Das Todesurteil sollte 2022 mit einer Giftspritze vollstreckt werden. Damals gelang es Gefängnismitarbeitern aber nicht, einen Zugang zur Verabreichung des Giftes zu legen. Deswegen wurde Smith nun mit Stickstoffgas hingerichtet. Mehrere Versuche, die Hinrichtung mit juristischen Mitteln zu stoppen, waren zuvor gescheitert. Der Bundesstaat Alabama argumentierte in einem Gerichtsdokument, der Einsatz von Stickstoffgas sei vielleicht die humanste jemals entwickelte Hinrichtungsmethode. Stickstoffgas wird manchmal zum Töten von Tieren verwendet. Die USA sind eine der wenigen Industrienationen, die noch Menschen hinrichten. Im vergangenen Jahr wurden in dem Land 24 Todesurteile vollstreckt, allesamt mit Giftspritzen. 1999 war in den USA das bisher letzte Mal ein Häftling mit Gas hingerichtet worden. Prinzessin Kate wurde am Bauch operiert. So viel ist bekannt, doch das Warum ist noch eine große Frage. Ihr Schwiegervater, König Charles III., geht bei seiner kommenden OP deutlich offener mit den Hintergründen um. Der britische König Charles hat am Freitag britischen Medienberichten zufolge im privaten London Clinic Krankenhaus eingecheckt, in dem auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate am 17. Jänner operiert wurde. Es heißt, der 75-jährige Monarch werde sich in dem Krankenhaus einer bereits letzten Woche angekündigten Prostatabehandlung unterziehen. Seine Ehefrau, Königin Camilla, habe den König in die Klinik begleitet. Bei Charles handelt es sich den Angaben zufolge um eine gutartige Erkrankung der Prostata und deshalb um einen Routineeingriff. Der Buckingham Palace bestätigte, dass der König im Krankenhaus ist und erklärte: Seine Majestät möchte allen danken, die in der vergangenen Woche ihre guten Wünsche gesendet haben und freut sich zu erfahren, dass sich seine Diagnose positiv auf das öffentliche Gesundheitsbewusstsein auswirkt. Nach Bekanntwerden der Prostata-Behandlung bei König Charles III. Haben sich deutlich mehr Menschen in Großbritannien über die Erkrankung informiert. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS registrierte auf seiner Informationsseite zur vergrößerten Prostata 11-mal mehr Anfragen als üblich.
Bei Google wurde 13 Mal häufiger nach dem Wort Prostata und 50 Mal mehr nach dem Begriff gutartige Prostatavergrößerung gesucht. Charles hatte sich den Berichten zufolge in den Tagen vor der Operation auf seinem Landsitz Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk aufgehalten. Mehrere Termine wurden abgesagt. Es heißt, der Monarch werde nur kurz ausfallen und seinen Aufgaben schnell wieder nachkommen können. In London wohnt er meist im Clarence House, das schon vor seiner Thronbesteigung als seine Residenz diente und nur wenige hundert Meter vom Buckingham Palace entfernt liegt. Seine Schwiegertochter Prinzessin Kate musste sich kürzlich einer Operation im Bauchraum unterziehen. Welcher Art die Operation war, wurde nicht veröffentlicht. Krebs soll es aber nicht sein. Das soll der Palast britischen Journalisten bestätigt haben. Die 42-Jährige muss jedenfalls 2 Wochen im Krankenhaus bleiben und sich danach bis mindestens Ostern schonen. Das waren sie, die Krone News am heutigen Freitag. Weiter geht es mit dem Sport. Ich wünsche noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende.